bist du vorbeigekommen, Geist? Manu, ich wollte picknicken. Wie findest du deine Nachbarn? Oh Junge, mein Onkel Dagobert ist bereits hier im Dorf. Ja, das war einer. Das war der erste, einer der ersten. Der erste war, glaube ich, Merlin und Dagobert, die da waren, ne? Er hat mir sehr geholfen. Das ist super. Es würde mich allerdings wundern, wenn er dir bei irgendetwas ohne Gegenleistung hilft. Okay. Das war jetzt komisch. Gibt's keine Fortsetzung? Es regnet immer noch. Goofy. Lass uns mal in die Aufgaben gucken. Gesperrt, gesperrt. Die Erinnerung können wir nicht machen. Ritual könnte man machen. Freunde sind keine Nahrung. Sammle die Materialien für den Mantel der Macht. Ja, okay, dann machen wir mal das hier. Dann machen wir mal Skars. Freunde sind keine Nahrung. Können wir auch machen. Eisenbarren, Zitrin. Ja, machen wir das mal. Müssten wir eigentlich alles hinkriegen. Ja, komm, wir gehen mal. Komm, Wally. Es regnet, aber das passt schon. Regen muss auch sein, sonst wächst nichts nach. Was brauchen wir denn? 10-mal Fasern. Ding, ding. Die Brille habe ich übrigens wegen einem Quest auf. Stoff 4, Zitrin 2. Stoff können wir herstellen. Nanu. Warum kann ich hier kein Stoff. Ach, hier. Stoff 4 oder was? Einen Eisenbarren. Ja, können wir machen. Ein Eisenbarren. Und jetzt brauchen wir nur zwei Zitrinen. Ich drücke immer falsch. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Es ist so schön, wenn es hier regnet. Das Disney-Schloss im Hintergrund, ne? Kommt, du mal hier ein bisschen. Also hier gehen ja die Blumen ab. Naja, wenn es regnet, Nils. Weißt du, wie das ist, wenn es regnet, ne? Dann. Schaut so unordentlich aus. So, wir brauchen zwei Zitrinen. Na? Maui macht schon wieder seine Bodybuilding-Übungen. Ja, heute regnet's. Muss aber auch mal sein, Leute. So, komm, hol die Zitrinen, Nils. Zuckerrohr ist hier ein Haufen. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist Oregano. Das passt doch wunderbar. Was haben wir da drin? Okay. Also komm, Zitrin holen, auf geht's. Komm, Wally.
Brauche ich irgendwelche Blumen? Nein, brauche ich nicht. Ach, da haben wir noch Baumwolle drin. Da guck an. Baumwolle hat da nichts zu suchen, junger Mann. So, komm. Zitrin brauchen wir. 2. Mal gucken, was hier. Da haben wir einen glänzenden Zitrin und da haben wir einen Zitrin. 44 Stück haben wir da. Das ist ja der Hammer. 44. So, damit haben wir alles. Bringe Mutter Gothel die Materialien. Ach, das ist der Gothel-Auftrag. Ja, die wollte ja einen neuen Mantel machen. Komm, Wally. Mal schauen, wo Mutter Gothel gerade ist. Ist sie daheim? Nein, in letzter Zeit ist sie nicht mehr daheim. Da unten ist sie. Okay. Am Anfang war sie immer noch daheim und dann ist sie jetzt immer öfters draußen. Ach, da vorne steht sie. Ich habe sie gar nicht gesehen. Na, schauen wir mal, was sie will. Bitte, bitte, hilf mir doch kurz. Also pass mal auf, ich habe jetzt für dich hier Faser, Stoff, Zitrin und Eisenbarren. Faser, Stoff, Zitrin, Eisenbarren. Oh, hallo, Schatz. Hallo. Ah, da bist du ja und du hast alles, was ich wollte. Auch die Zitrine, die sind für mein Schmuckkästchen. da haben wir ja ganz am Anfang vom Quest noch gefragt, warum sie das Zitrin wollte. Warte, du hast die Edelsteine gar nicht gebraucht? Sie sind nur für dein Schmuckkästchen? Ich hoffe, sie gefallen dir. Sie sind als Bezahlung für meine Dienste. Wir haben so viel von denen, kann sie haben. Nichts ist umsonst. Die Liebe Gottes ist umsonst. Hier ist dein Mantel, wie versprochen. Viel Glück mit diesem widerlichen... Mit diesem widerlichen Tier. Ja, da ist Ding gemeint. Gut. Da jetzt ist, weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Kann. Ziehe den braunen Jacke mit Kunstfellbesatz an. Das möchte ich eigentlich nicht. Und mit der haben wir heute noch gar nicht gesprochen, ne? Wisst ihr was? Die müssen wir auch noch leveln. Da bist du ja. Ach, da bist du ja, Fischlein. Ich war so nah dran, Herrscherin über den ganzen Ozean zu werden. Ich hatte den Dreizack in der Hand und die Krone auf meinem Kopf. Kannst du dir die Macht vorstellen? Das klingt fantastisch. Das war es. Das war es. Diese fade kleine Prinzessin und ihr läppischer Prinz haben alles ruiniert. Aber ich werde mich rächen. Warte nur ab. Auf Wiedersehen, Liebes. Hui! Was gibt's denn Schönes? Komm, Wally. Wally, komm mal ein bisschen hier so her. Ja, da kann Christopher besser her. Also ich habe jetzt gelernt, alles zu kaufen, was der da hat. Ja! Kohle, ne, da habe ich noch. Sand. Ziegelsteine. Ja! Lehm vor allem. Glas, welcher mir. Ja! Okay, jetzt muss ich diesen Mantel anziehen. Hi, Goofy! Ja, schau mal, wie die Sonne wieder scheint. Ist das nicht toll? Mein Magen knurrt, es ist Zeit für ein Sandwich. Hier, ja, geht's zu dem Mi. Wie über den Boden zischelt. Komm, es gleich. Jetzt habe ich auch Hunger gekriegt. Ich esse mal schnell was. Ach so, warte mal. Das gehört eigentlich so her. Das haben wir eingekauft. Das tun wir gleich alles weg. Ich will eigentlich den Mantel nicht anziehen. Aber gut. Und jetzt kehre zu Scar zurück. Der steht mir sogar. Aber, naja.
Naja, ja, da steht mir wirklich. Komm, Wally. Wir gehen mal schnell. Oder auch langsam. Aha. Das kleine Wuschelliebe, was Essi, hat mich gleich gesehen und hat sich auf die Lauer gelegt. Ein bisschen abverlassen. Einer langt. Na. Sonst wird das Bäuchlein zu voll. Und dann gibt's vielleicht Magenknurren. Was haben wir denn hier? Das kann man alles ablegen. Ich weiß nicht, wo die Baumwolle ist. Wir müssen mal also extra was für die Baumwolle anlegen. Was ist denn? Ach, da können wir die Baumwolle ja wunderbar reinlegen. Das passt doch wunderbar. Der Kürbis ist auch schon richtig cool. So, dann gehen wir mal zu Scar. Oh, das tut mir leid. Ich will dich nicht so arrogant wegschieben. Das soll es nicht ausschauen. Nein. Wally ist mir immer noch von allen der Liebste. Lehm, weiß ich nicht, wo Lehm ist. Das Lehm ist wirklich vorne Lehm drin? Ja, wir nehmen den Lehm mal raus. Und die schwarzen Dinger nehmen wir auch mal raus. Und dann tun wir das mal da rein. Lehm, Lehm, schwarz, schwarz. Passt. Den Onyx, dann ist er schon wieder so voll. Wo kommt denn der Bartfaden her? Okay. Was müssen wir machen? Zu Scar gehen? Ja, mach mal. Freunde sind keine Nahrung. Wo ist ein Scar? Gucken wir mal. Da ist er. An Mickys Haus ist der. Okay, kehre zu Scar zurück. Komm, Wally. Wally? Wally? Bist du hängen geblieben und ich hab's nicht gemerkt? Es tut mir leid, ich bin ein schlechter Freund. Jetzt. Der bleibt manchmal hängen. So, jetzt schauen wir mal, da ist er drin. Wieso ist denn der schon wieder aus? Das war doch vorne nur an. Hä, wo ist er denn jetzt hin? Hi Mini, wie geht's dir? Ich denke, Katakalo wird auch irgendwann mal reinkommen, aber ich glaube, wer kennt denn heute noch Katakalo? Dankeschön. Ui. Komm, Wally. Ach sicher, ja, genau, hier ist er am Haus vom vom Herrn. Hier drüben, wenn du so freundlich wärst. Eine arrogante Type, oder? Was für eine arrogante Type der ist. So. Sei gegrüßt. Na siehst du, das war doch nicht schwierig, oder? Selbst ein Watschenschwein hätte das gekonnt. Ich denke, ich sollte dir den Grund für meine miese Laune nennen. Es ist ganz einfach. Ich bin am Verhungern. In diesem Dorf gibt es kaum Beute für mich. Ach, es gibt genug zu essen. Vor allem Obst und Gemüse. Natürlich habe ich eine deiner fetten, gefiederten Nachbarn gesehen. Hä? Ach, die Enten. Aber ich nehme an, es würde dir missfallen, wenn ich einen von diesen verspeisen würde. Sie sind Freunde, kein Essen. Wenn du darauf bestehst, aber ich muss etwas fressen. Du könntest Fisch essen. Katzen lieben Fisch. Vielleicht meinst du kleine Katzen, aber ich bräuchte eine Fischmahlzeit für einen Löwen. Remy kann uns bestimmt weiterhelfen. Die Ratte, die ist nicht mal ein Appetithäppchen. Nein, ich meinte, wir könnten Remy bitten, dir etwas zu kochen. Ich erinnere mich an die ekelhaften Mahlzeiten, die er... Ich finde es toll, wenn du mal vorbeigehst.
Ja. Ja, mach mal. Gerne. Ich erinnere mich an die ekelhaften Mahlzeiten, die er vor dem Vergessen zubereitet hat. Was? Okay, ich werde mit Remy sprechen. Sprich mit Remy. Okay. Oh mein Gott, jetzt kriege ich das nicht mehr weg, ne? Nee. Das ist ja doof. Gott sei Dank. So, was wir unbedingt mal machen müssten, ist die, den Quest mit der Brille. So, Wally, was machen wir jetzt? Mit Remy soll ich sprechen. Wahrscheinlich wieder kochen dürfen. Ja, komm, dann gehen wir mal zu Remy. Schon wieder zwei Tobasse. Okay. Da ist Remy. Der kleine Kumpel. Kann ich mit dir sprechen? Ja, aber natürlich. Komm zu uns. Hey, du bist es. Hi, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du bist zum Essen hier, denn ich habe einige fantastische Sachen auf der Speisekarte. Digga, der denkt nur ans Essen, ne? Ja gut, ist halt ein Koch. Naja, also wir haben einen hungrigen Löwen im Dorf. Einen hungrigen Löwen? Oh nein, du willst, dass ich für Scar koche? Dem strengsten Essenskritiker des gesamten Tals. Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist. Och Gott, wie der schön lacht. Ich liebe Herausforderungen. Luftschnapp seufz. Auch wenn das bedeutet, einen gefährlichen Löwen zu füttern. Ah. Okay, du wirst mir helfen müssen, den Hauptgang vorzubereiten. Ich denke an frisches Sushi. Es ist am besten, wenn es gerade erst zubereitet wurde. Ich kümmere mich um den Nachtisch. Hier sind die Rezepte zum Vorbereiten. Sushi! Au revoir! Au revoir! Lustig. So, Ladies and Gentlemen, Freunde sind keine Nahrung. Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil könnt ihr dann in der nächsten Folge sehen. Da machen wir mal ein bisschen Tekamaki und Sakemaki. Yeseka, seka, Tekamaki, Maki, Waki, Lucky. Lucky, Waki, Lucky, Waki. Einmal drücken wir auf die 6. Da ist ein kleiner Hase. Jawohl. Nein, ich will, ich habe hier die Hälfte wieder vergessen. Ich wollte hier noch einen Rahmen drumherum machen. Jetzt hat er. Ja. Okay, let's have fun. Bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Ciao. Freunde sind keine Nahrung. Gleich geht's weiter im nächsten Teil.